Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einem neuen Stream, Freunde. Ich habe mir gedacht, für heute werden wir nochmal War Tales zocken. Und wir haben ja da noch das ein oder andere Juwel versteckt. Und zwar würde ich sehr gerne mal, wo ist denn das? Hier. Grab der Ahnen. Da gehen wir rein, Freunde. Das gibt massig Kohle. Und jetzt kicken wir mal. Wir kicken mal. Ja, ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar Fackeln, ne? Wir schauen mal, was brauchen wir denn für Fackeln? Ich glaube, da dürften wir eigentlich nicht so viel benötigen. So. Freunde, ich habe so Bock. Genau, heute ist Weihnachts-Special, Freunde. Ich werde jetzt demnächst schon mal aufnehmen für die ganzen Weihnachtsfolgen. Oh, Satteltasche. Sehr gut. Schienen, was können wir damit machen? Diese geniale Vorrichtung aus Holzleder. Ne? Bonus, der Träger heilt seine Verletzung mit einer... Mit... einer Wahrscheinlichkeit von 20% im Schlaf. Naja. Der hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an. Ah, hier Fackeln, Freunde. Da ist es fett. Wunderbar. Machen wir direkt mal 7 Stück. Herstellen. Oh ja. Die Gewichtszunahme ist da. Aber geht noch. Nee, doch nicht. Oder? Doch, 15 Fackeln. Nee, doch nicht. Das Gewicht ist gleich geblieben, Gott sei Dank. Oh, wir haben 308 Gewicht. Das reicht, würde ich sagen, ne? Gut. Sind wir ausgeruht? Wo sind denn hier eigentlich unsere... Weiß es gar nicht. Ah, doch, da oben, ja. Wir sind ausgeruht. 6 von 10. Tapfergeizpunkte. Okay, Freunde. Essen haben wir auch genug. Ich würde sagen, wir machen es auf den Weg, oder? Wehe, das lohnt sich nicht. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, Freunde. Die Weihnachtszeit nähert sich. Und meinem Umzug auch. Der eine oder andere hat es schon mitbekommen. Ich wurde schon öfters angeschrieben auf YouTube. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare und Likes und Abos. Das ist mir alles nicht entgangen. Wie gesagt, ich war jetzt eine sehr lange Zeit krank. Und jetzt geht es aber wieder bergauf. Oder wollen wir das hier ganz kurz noch machen? Aber der ist stark hier, der Gegner. Ne? Der ist wirklich stark. Nee, komm, das lassen wir mal. Und genau. Nächstes Jahr werde ich wieder in Richtung Heimat näher ziehen. Viele von euch wissen es ja, dass ich aus NRW komme. Und momentan wohne ich in Sachsen noch. Und ich bereite gerade schon mal meinen Umzug vor, soweit mir dies möglich ist. Aber es klappt. Doch, ja. Das funktioniert. Oh, ich weiß nicht, ich bin immer mit dem Gedanken am Spielen, ob ich die Helligkeit meiner Leuchte ein bisschen heller mache vielleicht. Dass es für die Aufnahmen und für euch ein bisschen besser ist. So auf dem Bildschirm merkt man das kaum. Aber bei den Aufnahmen finde ich es persönlich ein bisschen dunkel. Mal gucken. So, hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Aber wir sind fast da. Ah, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wie kommen wir da hoch? Oder müssen wir überhaupt da hoch? Ja, ne? Ja. Irgendwie. Ja, komm, wir gehen erstmal eine Runde. Wir gehen eine Runde um den Berg, würde ich sagen. Ach was, warum kann ich hier nicht lang gehen? Hä? Ist das normal? Ich muss von rechts rum wahrscheinlich, ne, oder? Aber es sieht hier so aus, muss ich eine Fackel anzünden? Nö. Aber es sah für den ersten Moment so aus, ne, dass man irgendwie da eine Fackel anzünden muss. Egal. Kletterhaken haben wir genug. Also wenn wir bergsteigen müssen, auf- und abseilen müssen, geht das. Oh, wir müssen uns ausruhen. Genau. Du gehst zum Stein. Gelehrter. Das ist unser Gelehrter. Ja. Okay.
Soll zahlen wir auch direkt. Dann haben wir uns, haben wir das schon mal von der Backe und rasten. So. Wundervoll. Die Zufriedenheit eures Trupps beträgt 15. Ihr Gefährten sind glücklich, ihr habt 15 hinzu. Ah, okay. Was sind das hier eigentlich? Moskito-Stechrüssel. Gut. Oh, was ist denn das hier? Eine kaputte Ruine, oder was? Das müssen wir mal gucken, ob wir hier von der rechten Seite hochgehen können. Es sieht aber gerade... Oh, guck mal, hier ist ein alter Zollposten. Geil. Aber das machen wir nicht. Das heben wir uns noch auf. Oh, guck mal, hier ist auch wieder diese Blutspur. Das bedeutet, hier ist auch irgendwas. Also hier ist noch massig zu erkunden, Freunde. Na, Eisenerz, komm, nimm es. Oh, wie ich das immer hasse, wenn das hier so verbuggt ist, ne? So, jetzt aber. So, können wir hier lang, oder... Ach so, die können da hoch, oder wie? Ah, ey, ohne Scheiß, den Weg hätte ich so nicht entdeckt, ne? Ganz ehrlich. Ey, nein, die wurden entdeckt, Freunde. 3, 6, 8, 10, 11. Oha, Freunde. Und Stufe 6. Das ist heftig, ne? Wollen wir verhandeln? Ich kann die doch nicht bezahlen. Das geht nicht. Na komm, wir kämpfen mal. Aber die sind richtig gut. Mist, ey. Elf gegen 13. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. So, wir gucken mal ganz kurz. Oh, was ist das hier? Oh, geil. Ach, der hat auch eine Fackel an, ne? So, was haben wir hier? Ah, es geht aber noch irgendwie, ne? Sieht noch überschaubar aus. Wo ist denn der? Ach, der ist das. Das ist der und der hier ist der hier. Okay. Pfeil und Bogen natürlich wieder, ne? War ja klar. Tja. Wen nehmen wir? Wir müssen den auf jeden Fall in den Kampf verwickeln. Aber am besten mit jemand starken. Richtig guten. Ich würde sagen, dafür kommt er in Frage. Okay, ich glaube, das dürfte ausreichend sein. So, wir kritten uns. Sicher, sicher. Boah, 38. Ja, ich habe meine Stärke ein bisschen unterschätzt. Wir sind doch stärker, als ich gedacht habe. Boah, Freunde. One Hit. Nicht, also das heißt One Hit, aber mit einem Zug komplett durchgehackt. Sehr schön. Und wir haben noch viele Tapferkeitspunkte. Sehr gut. So, wer ist denn als nächstes dran? Der hier. Gut. Den müssen wir safe in einem Kampf verwickeln. Sollen wir Herkules nehmen? Herkules ist aber auch übermächtig, ne? Ganz ehrlich. Ne, machen wir nicht. Wir nehmen das Pferd. Das Pferd ist der perfekte Tank dafür. Aber es macht leider nicht so viel Damage, wie ich mir erhofft habe. Leider. Boah, 19 hat das uns abgezogen. Ich sag ja, Stufe 6, Freunde, damit ist echt nicht zu spaßen, ne? Die sind sowas von gut. Jetzt ist natürlich... Oha, wir haben ein Problem, Freunde. Das habe ich nicht gesehen. Obwohl, nee, alles gut, alles gut. Ich habe gerade gedacht, es wäre ein bisschen zu viel. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Also ich würde sagen, wir gehen mal bis hier hin. Hauen den Typen hier einen Pfeil rein.
gehen dann noch zwei, drei Schritte so. Nee, noch ein Schritt. Jetzt. Jetzt haben wir nämlich alle drei anvisiert und geben die Runde ab. Ah, ha, 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 ha. So, Plünderer, Scherge. Ey, Leute. Scheiße. Komm, wir probieren das mal aus hier. Ich werf mal hier diese Rusty Hatchet. Komm, wir werfen das mal hier. Wie geht das? Einfach nur hingehen oder wie? Anscheinend, wa? Wir gucken mal. So. Achso, hier. Rusty Hatz, so. Und das können wir jetzt hier schmeißen, oder was? Dann machen wir das nochmal. 11. Ja. Ist jetzt nicht der Burner, ne? Aber geht schon klar. Oh, come on. Das wäre so genial gewesen. Ich habe gedacht, oha, das macht zieht jetzt Energie weg. Hat er, ey, ist das ein Idiot, oder? Hat er sich selbst Schaden zugefügt? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. So, der ist als nächstes dran. Okay, jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Oh, das ist so scheiße mit Herkules, dass er so wenig Range hat, ne? Der ist einfach... Naja, was soll ich sagen? Boah. Aber wenn der die Range hat, ne? Dann ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Gut, wir geben die Runde ab. Ja, nicht schlecht, ne? Jetzt kriegt er mal einen Pfeil ab. 28. Okay, strategisch überlegen jetzt, Freunde. Wie gehen wir am besten vor? Soweit, so gut. Die Runde. Also der ist als nächstes dran hier. Dann würde ich sagen, dann müssen wir den auch in Kampf verwickeln, ne? So. Wer eignet sich da besser als Gunnen? Gnunun, oder wie ist... Ey, ich kann das nicht aussprechen. Wie heißt der? Gunnun. Gunnen, ja. Gunnen kann man schon sagen. So. Jetzt geht's heiß her. Einmal. 34, meine Damen und Herren. Boah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. So, als nächstes ist der Scherge hier dran. Ja. Ist natürlich jetzt blöd, ne? An den kommen wir... Doch, kommen wir wohl. Hakert. Hakert ist schon... Ah, der hat aber keine Range leider. Donora vielleicht? Ah, wegen dem Schlamm hier, ne? Das ist Schlamm. Ja. Können die sich nicht so bewegen, wie sie wollen. Leider. Gut, müssen wir uns für jemand anders entscheiden. Ich würde sagen, wir schalten so viele Gegner aus, wie jetzt schon, wie es geht. Wir gehen hier hin. Und schalten den Kollegen hier aus. Ah, Mist, wir treffen uns selber. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, so ist okay, ne? 8. Besser als nichts, Freunde. Besser als nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Verbrennt. Ach du Scheiße. Wir müssen Julia helfen. Wobei, doch, Julias Köchin, ne? Wir brauchen Julia auf jeden Fall. Ach, was mache ich denn? Also ich bin auch ein Idiot, oder? Oh, jetzt habe ich einen Zug verschwendet. Ah, das ist mühselig, wenn wir hier durch den Schlamm laufen müssen.
So, der erste ist schon mal tot. Sehr schön. Ah, hätte ich besser den anderen gemacht, ich Idiot. Ah, ist nicht schlimm. Boah, 30? Oder die Waldfee. Ja, der war aber schwach, ne? Der war schwach. Zack. 18. Naja. Anvisiert. Er trifft ihn noch gar nicht. So, ich würde sagen, wir gehen mit Shidino. Aber wir... Nee, schaffen wir nicht. Gehen wir hier hin. Obwohl, warte mal. Der hat die Range, ne? Warum nicht nutzen? Das wäre ja Quatsch. Jetzt treffen wir nämlich zwei Stück. Haha! Let's go. Es könnte sein, dass wir ihn töten. Oh, 42, Freunde. Ich sag's euch, die Bogenschützen, ne? Ey, das ist Wahnsinn, was die an Damage machen. Ich sag's euch. Shit. Ah, okay. Damit kann ich umgehen. Das ist auch noch okay. Ja, komm, da fackeln wir gar nicht lange. Wir töten den direkt, ne? Also die Bogenschützen, Freunde, ich sag's euch. Das ist Wahnsinn. Boom, 42, Leute. Hammer. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir das überleben, ne? Wir sind hier alle am Burn. Und Julia sollte sich eigentlich mal, ja. Ne, wir nehmen auf gar keinen Fall Julia. So. Wir pirschen uns hier an. Sehr stark. Und direkt nur einen hinterher. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Oh, 11. Schade. Aber wir können direkt nochmal. Jetzt ist die Frage, wohin mit Hakat, ne? Hakat wäre natürlich ideal. Aber wir müssen gucken, dass Julia überlebt irgendwie. Genau, wir können das hier mal Sperrfeuer wegmachen. Jetzt hauen wir den hier so einen Pfeil rein, würde ich sagen. Dann geht der nämlich zwei Schritte zurück. Das ist der Plan, genau. Und machen hier die Range zu. Oder warte mal, wir gehen sogar noch einen Schritt nach vorne. Und dann haben wir nämlich alle vier im Blickfeld, Freunde. Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? So, wenn sich jetzt einer bewegt, Freunde, der kriegt direkt einen Pfeil ab. Egal, wer das ist. Das ist das Geile an Bogenschützen. Halten zwar gar nichts aus, aber machen enorm viel Schaden. Ne? Boah, 20. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt langsam aber hier mit Herkules hier aufräumen. Ne? Jetzt sind wir da. Und jetzt kriegt er erstmal hier einen Rundumschlag hier. So. Ah, boom, 37 jeder, Freunde. Das ist Herkules, ne? Aber Herkules hat leider keine Bewegungs-, also keine Range eben halt, ne? Der hat eben leider, ja, keine Bewegung. Ich sollte mal Bewegungsskillen vielleicht. Weil ich sag mal, stark genug ist er. Oh, jetzt müssen wir langsam Julia heilen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer ist denn hier der Heiler? Wir haben auch nur einen einzigen Heiler, Freunde. Julia stirbt so oder so. Scheiße. Wir können Julia nicht retten. Das bedeutet, wir haben keinen Koch mehr, wenn Julia jetzt stirbt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, der ist der Heiler hier, Hermus. Wir können es versuchen. Wir können es versuchen, irgendwie dahin zu laufen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Warte mal. Wer ist denn hier als nächstes dran? Der da.
Das bedeutet, der kriegt safe einen Pfeil ab. Aber wenn der auf Julia geht, ist Julia sowieso tot. Na komm, machen wir das hier. Hüten wir schon mal ein, Bord 20. Und laufen weiter. Boah, 30 Schaden. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt greift der Juli an. Totgeweiht. Noch ist sie nicht tot. Aber fast. Wir müssen jetzt ganz schnell irgendwie mit Hermos da hinten hin. Wir laufen schon mal. Vielleicht kriegen wir sie noch geheilt, Freunde. Vielleicht. Oh, er will unbedingt mein Pferd aber auch, ne? Er will unbedingt mein Pferd haben. Das war dumm. Egal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Weißt du, im Juli kriegen wir sowieso nicht mehr bewegt. Ja. Oh. Nee, das machen wir so. 22, sehr gut. Perfekt. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt hier rein. Ach so. Das war der Dolchhagel, ne? Ne, warte mal. Das wäre ja dumm. So. Ah, egal. Der kriegt direkt einen Pfeil ab. Sehr gut. Und visiert uns an. Der hat aber auch auf den einen gemetzelt gerade, oder? Er hatte abgebrochen. Sehr gut. Ja, das ist der Nachteil, ne? Die können nur anvisieren. Und danach ist Feierabend. Komm, wir gehen mal sicherheitshalber noch ein bisschen weg hier. Dass wir auch nicht wirklich noch den Blitz hier abkriegen. Boah, 70. Der Typ hat den Blitz abbekommen, Freunde. Habt ihr gesehen? Sofortiges Ableben. Ah ja. Hermes. Oh, Freunde, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das hier überleben. Okay, okay, wir müssen strategisch vorgehen. Den können wir direkt töten. Das machen wir. Oh, der kriegt direkt eins auf voll die Fresse hier. Okay, sehr gut, sehr gut. So, jetzt gehen wir mal hier unten hin, damit wir ein bisschen Platz machen. Ich weiß nicht, wie lange Julia das überlebt. Ah, jetzt ist Julia dran. Also sollte dran sein. Aber wir werden das irgendwie verhindern. Hackert. Ja, wir müssen den auf jeden Fall erstmal in den Kampf verwickeln. Sehr stark. Wir boxen Julia frei, würde ich sagen. So, 100% Trefferchance. 21 nur, ja. Hat aber gereicht.
So. Okay, Hackert hat auch nichts mehr. Okay, wir laufen schon mit Dings hier hin. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin. Ne, kommen wir nicht dran. Ich glaube nicht, dass Julia das überlebt, Freunde. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Da müssen wir ja. Sie ist tot. Sie hat nicht überlebt, Freunde. Was machen wir jetzt? Wollen wir trotzdem weiterkämpfen? Wir haben jetzt keine Köchin mehr, ne? Ah, Mist, ey. Oder wir holen uns eine neue Köchin. Und dafür ein bisschen besser. Komm, wir spielen erstmal weiter. So, der ist tot. Oh, das Pferd stirbt auch, wenn wir jetzt gleich nicht was unternehmen. Boah, der hat nur einen Tritt abbekommen, ne? Und 53, Dreck tot. Dreck, Game Over. 15. Ja, das war ein Fehler, hier meine ganze Mannschaft hinzustellen. 100. Der weiß, wie es läuft. Ja, im Sinne der Vernunft, Freunde, werden wir das so belassen. Wir sagen, komm, der eine kann flüchten. Have a company die. Wir haben eine Auszeichnung bekommen, tatsächlich dafür, dass einer gestorben ist von unseren Gefolgsleuten. Alles reparieren. Natürlich. Alles behandeln. Machen wir auch. So. Julia ist tot. Was machen wir jetzt mit Julia? Julia liegt da. Okay, sie hat keine Rüstung mehr, gar nichts. Ja. Zerstörer, Stufe 6. Ist tot. Oh, geil, Freunde. Wir haben eine geile Rüstung bekommen. Und einen krassen Bogen. Holla die Waldfee. Das hat sich gut alles mitnehmen. Ey, Leute, das habe ich ja noch lange nicht mehr gesehen hier. Bogen. So, die Waffen von Julia haben wir hier. Da müssen wir mal ganz kurz was machen. Und zwar der gute Lothar. Der hat ja schon einen geilen Bogen hier, ne? Der hat 13. Was hat der hier? Der hat auch 13. Flammender Pfeil aber dafür. Hm. Und Schussfertigkeit. Was hat er denn hier? Oh ja, das ist besser. Oh ja, das ist viel, viel besser. Den nehmen wir. Den tauschen wir gerne. So bin ich zufrieden. Wetzstein. Herkules. Wo ist Herkules? Boah, ich wollte gerade sagen, hat Herkules das nicht überlebt, oder was? Doch, hat er. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch eine geile Rüstung, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Oh ja, Abwehr 12, Rüstung 33. Guck mal, der Unterschied jetzt. Achso, der kann gar nicht anziehen. Mittlere Rüstung, scheiße. Aber hier. Auch nicht. Der Kollege, ja, der kann's. Aber da, ah, shit. Unsere ist besser. Er fordert Stufe 5. Ah, warte mal. Wir nehmen Herkules, meine Freunde. Oh, da haben wir aber wesentlich weniger Verteidigung. Aber dafür wesentlich mehr, ah, was machen wir, was machen wir? Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Wie sieht's mit ihm aus? Ja, das passt. Das passt. Der hat nämlich nur eine läppische Rüstung hier. Oh. Freunde. Guckt euch das mal an. Der hat 62 Verteidigung jetzt und 42 Leben. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich aber sowas von. Ja, jetzt ist die Frage, Freunde. Wollen wir das so lassen? Wir lassen das so, ne? Ich glaube mit 4, 8, 12, 13... Ne, 12 Gefährten insgesamt. Kriegen wir den, das Grab auch hin. Wir gehen jetzt einfach mal so weiter.
untersuchen das mal hier. Boah, geil. Das hat sich gelohnt. Das hat sich sogar sehr gelohnt. Okay, warte mal. Wir müssen mal ganz kurz speichern. Oh, Fortschritt. Bei euren Entdeckungen haben euch was? Ah, wir haben einen neuen Fortschritt gelernt. Aber erst speichern wir mal kurz ab. Und zwar. Gucken wir mal. Hier. Lesepult erlernen. Machen wir. Was ist denn das hier? Wo ist eure Kutsche? Seid ihr zufällig hier? Dann verschwindet lieber, und zwar schnell. Inquisitorin Octavia. Was macht die denn hier? Die chillt hier anscheinend, ne? Na, na, na. Da, aber die ist doch ein bestimmt verstecktes Lager, aber die ist doch bestimmt nicht einfach so hier, oder? Ah, wir brauchen eine Kutsche. Die will eine Kutsche haben, also. Ja, kriegen wir hin. Was denn? Ach so, wir können ja auch angeln hier, ne? Wollen wir das mal ganz kurz machen? Hier. Bestätigen. Boah, Freunde, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht hier. Komm, wir versuchen es einfach mal. Ah, doch, mir fällt es wieder ein. Genau, wir müssen immer in dieser Range hier bleiben, ne? Wir schauen mal. Haben wir? Nee, leider nicht. Okay. Nochmal, kein Problem. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Hecht und Leber. Einmal können wir noch. Na, na, komm schon. Jawohl. Achso, wir können noch mal angeln. Warum? Ach so, stimmt. Umso weiter wir kommen, umso mehr Fische können wir angeln, also. Das ist ja geil. Da, jetzt. Ach, okay, null. Ja, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, wie ihr seht, Freunde. Aber ich habe vor, das Projekt hier zu beenden. Wir müssen das Spiel einmal durchspielen.